Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Dies sind die Abenteuer des Captain Tollfuß, der mit seiner 11.000 Mann starken Besatzung eine Stunde lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und Homeworld 3. Viele Lichtjahre von der Realität entfernt dringt der Kapitän in Spiele vor, die kaum ein Mensch zuvor gesehen hat. Und jetzt müsst ihr euch ein bisschen in die Musik dazu denken. Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag oder auch guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video jetzt guckt. Und wie in dieser Einleitung so wunderbar formuliert, wir gucken heute in Homeworld 3 hinein, besser spät als nie. Das gilt zumindest jetzt hier für dieses Angespielt-Video auf dem Kanal. Am 13. Mai 2024 ist das Spiel bereits erschienen und ich komme leider erst jetzt dazu, ein bisschen was dazu aufzunehmen. Auf der anderen Seite, ich gehe mal ins Hauptmenü rein, auf der anderen Seite weiß ich auch ehrlicherweise noch gar nicht so wirklich, ob es sich überhaupt lohnt, hier was aufzunehmen. So kann man das nämlich jetzt auch mal formulieren. Wenn man sich mal die Bewertungen, die derzeitigen auf Steam anguckt, die stehen derzeit bei mageren 41%. Ausgeglichen ist das immer noch bei den Rezensionen. Aber sehr, 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 sehr niedrige Bewertungen. Und ja, ich habe keine Ahnung, ob die Bewertungen berechtigt sind oder nicht. Ich habe mir ein bisschen die Texte dazu durchgelesen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute mehr vom selben erwartet haben, gerade was Homeworld 1 und 2 natürlich betrifft, und dass sie das jetzt hier bei Homeworld 3 nicht bekommen haben. Auf der anderen Seite werden aber so Sachen wie zum Beispiel die Grafik dann wieder gelobt. Ich habe eben selbst noch nicht so wirklich reingespielt. Ich habe das Tutorial jetzt gespielt und das war ganz okay. Aber ansonsten habe ich von der Kampagne, die ist ja für mich am wichtigsten, noch gar nichts mitbekommen. Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel diese Kriegsspiele zu spielen oder aber auch Scharmützel gegen die KI oder dann auch im Multiplayer natürlich zu spielen. Das ist etwas, was mich bei Homeworld gar nicht interessiert, hat mich auch beim ersten und zweiten Teil nicht interessiert. Und deswegen werde ich mich heute in diesem Angespielt auch rein auf die Kampagne konzentrieren. Das heißt, wir starten einfach direkt einen neuen Durchgang. Schauen mal, wie so die ersten, wahrscheinlich ein, zwei Missionen, für mehr wird es ja wahrscheinlich eh nicht reichen. Schauen mal, wie die ersten ein, zwei Missionen so sind und werden uns dann mal zu einem kleinen Vorab-Fazit hinreißen lassen. Das Ganze natürlich wie immer ohne Gewehr. Denke mal, dass man mit ein, zwei Missionen das Spiel vielleicht noch nicht so ganz beurteilen kann. Auf der anderen Seite, die Kampagne geht laut den Texten, den Berichten hier, ja sowieso nur irgendwie so um die 8 Stunden, 8, 9 Stunden, je nachdem wie schnell man da durchkommt. Das heißt, die ist sowieso nicht so lange. Das heißt, wir bekommen zumindest schon mal einen Teil jetzt hier zu sehen. Und ihr könnt euch das jetzt hier mit mir zusammen mal anschauen. Könnt vielleicht auch ein bisschen in Nostalgie schweben. Diejenigen unter euch, die Teil 1 und Teil 2 gespielt haben und denen das gefallen hat, vielleicht können die wieder ein bisschen was mitentdecken, wieder ein bisschen auch zurückdenken an die schöne alte Zeit. Und vielleicht ist es ja wirklich gar nicht so schlimm, wie mal wieder in den Rezensionen zu lesen ist. Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Ich muss auch gleich mal vorneweg sagen, das Tutorial habe ich vor 1,5 Wochen gemacht. Ich bin ja momentan ein bisschen außer Gefecht gesetzt, wegen wieder mal Halswirbelnerv eingeklemmt. Und jetzt habe ich mich einfach mit Schmerzmittel vollgepumpt. Und das heißt, das spielt sich jetzt quasi wie von selbst, als würde ich auf Wolken fliegen, passend zu Homeworld 4, mehr oder weniger. Und deswegen seht es mir nach, wenn ich ein bisschen überlegen muss, wenn wir hier zur Steuerung wieder kommen. Wobei man ja schon vorab sagen kann, ach, ich verquatsch mich schon wieder jetzt hier, Mensch. Wobei man ja schon vorab wieder sagen kann, die Steuerung selbst war auch hier in Homeworld 3 für mich schon wieder ein kleines Problem. Die wurde ein bisschen geändert, im Gegensatz zum Vorgänger oder zu den beiden Vorgängern. Und ich möchte sagen, nicht zum Besseren unbedingt. Mal gucken, ob wir in der Kampagne jetzt damit zurechtkommen. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt viel Spaß beim Zugucken. Und ich glaube, es geht dann auch in der Kampagne dann gleich mal los mit
einem schönen Intro. Ich habe hier in die Kampagne selbst mal die ersten 10 Minuten reingespielt, damit ich mal gucken kann, ob alles passt. Das war schon sehr atmosphärisch. Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen was sagen. Aber mehr kann ich auch noch nicht zum Spiel jetzt euch mitteilen. Gut, jetzt aber los geht's. Ja, ja, sehr viel verquatscht schon wieder. Wir starten Mission 1, Higara. Das Mutterschiff Karkushan mit seinen synthetischen Kernen wird gestartet und tritt seine Reise an. Jetzt muss ich mal noch ganz kurz gucken, ob das jetzt hier... Ja, das müsste eigentlich jetzt hier ganz von vorne anfangen. Wir werden es gleich sehen. Los geht's. Schwierigkeitsgrad Mittel würde ich jetzt einfach mal lassen. Das passt schon. Kann man hier eigentlich noch umstellen? Andere Sachen umstellen? Standardflotte für Missionen verwenden? Standardflotten voreinstellen für die Mission statt der permanenten Flotte von der letzten Mission einzusetzen. Also es ist wie im Vorgänger auch, dass man seine Flotten wieder mitnimmt. Dauerhafte Flotte. Keine dauerhaften Flottendaten verfügbar. Verwende Standardflotte. Aha, na gut, wahrscheinlich, weil es vielleicht die erste Mission ist. Gut, also das passt. Dann los geht's. Imogen Sajet. I am a scientist. Isaac, Imogen. Private channel contact, you copy? Read you clean and clear, Command. Status of your synth cores? I have been taught that history moves like the tide. A slow, inexorable movement. That the surf crashing on the beaches of time is an illusion. A momentary expression of change. The cores feel good. Quantum conduits green. It's their links with ship's power I'm less happy with. Are you calling Red? Right now, that surf threatens everything I have ever known. On any other day, I would. Did not catch that. Repeat, are you calling Red? Yesterday, my work made sense. I had a place that I earned. No intel, I'm not. Startup should even out irregularities. The synthetic hyperspace cores I designed were perfect. And I was to begin training a team of navigators. They were going to usher in a new age for my people, freeing us from reliance on ancient, unfathomable progenitor technology. Today, they are a means to an end. Today, I am being called into service as the only possible navigator of the Higara mothership, Karkushan. Standby for mothership main sequence initialization. Here we go. Its sister ship, the Kar Sajuk, disappeared 20 years ago in a region of space known as the Anomaly, along with our original hyperspace cores and my mentor, Karen Sajet. Only forward. Switching to open channels. And now, I alone am left to solve the equation. I am declaring launch enabled. Cautiously. I will be bound into the Karkushan, merged with the ship in both body and mind. Will I even still be me after the procedure? My boards match. I concur. Launch enabled. Power is internal. There is no more time for training. No more time for preparation. We've been ordered to launch. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. My name is Imogen Sajet. I am Fleet Command.
Uiuiuiui, da könnte er jetzt sagen, was er wollte, aber das Intro hat mich schon mal gepackt. Ne? Das war beim ersten Mal schon so und jetzt hier beim zweiten Mal. Ah, genauso. Das ist schon, also unabhängig davon, wie sinnvoll es ist, eine menschliche Person als Flottenkommando hier so anzubinden an diese Technologie. Aber trotzdem, das ist schon, eieiei, gut gemacht, gefällt mir sehr. Objectives. Resource. Build and research. Launch. Selection. Command. Und auch jetzt hier diese Einführung so ein bisschen über der Oberfläche, ne? Status Report. Der Planetenoberfläche hier. Looking better, but I have half dozen software constructs going into chaos spirals. Give me 5 minutes to clamp down the logic loops. Would be better in two, Command. Are we mission capable? Sorry, Intel, but I've got reds and resourcing systems right now. There's nothing to check flow with. We need to harvest something, anything. How is that just coming up now? I'm doing what I can with what we've got. I don't even have a full construction bay yet. Understood. Higaran Command, this is the Karkushan. Initiating comms. Link Beta Beta Iota 2-0. Acknowledged. Comms locked. Gamma Beta Omega 2-4. Proceed. Secure comms established. Kushan proceeding to resource storage area Alpha. Sensors manager online. I will monitor sensor data and manage all mission objectives. Move the mothership into the designated area to begin testing. So, auch jetzt hier, ne, dass man hier so ein bisschen langsam eingeführt wird. Keine Ahnung, wie, ob hier jetzt gleich mal die Hütte dann brennt, weil irgendjemand angreift. Ich weiß es nicht. Es sieht sehr geil aus. Also das, das kann man dem Spiel schon mal zugute halten. Es läuft auch flüssig. Ich hoffe, dass das bei meiner Aufnahme dann auch genauso flüssig aufgenommen wird. Und es sieht halt auch fantastisch aus. Also das ist schon echt richtig, richtig hübsch. Was man halt auch erwartet, ne? Ein bisschen von Homeworld. Na gut, wir gehen mal vor Richtung Ziel hier. Wir bewegen uns mal hier vor. Machen uns mal auf den Weg. Schauen uns mal ein bisschen hier oben. Hier oben unsere Aufgaben, Ziele, Einheiten, Ereignisse, Dialog, Geschwindigkeit. Propulsion operating within specs. Even at ammo, check that box. It's good. Unsere Aufgaben hier. Positional tracking verified. Hat ein bisschen so einen Stil wie bei Star Citizen, finde ich. Area is clear. Resolve your resourcing issues as soon as possible. We need you mission functional. Karkushan, this is resource controller Alpha 12. RCA 12, Karkushan. Transfer confirmed. Good to have you. Order the resource controller to begin harvesting operations. So, Rohstoffe sammeln. Wir sind leider hier gestartet, ohne genügend Rohstoffe zu haben. Das spricht jetzt nicht unbedingt hier für das Flottenkommando. Na gut, aber jetzt gucken wir mal, wie das denn ging. Wir können hier unten die Rohstoffgewinnung automatisch einschalten. Dann werden die nächsten Rohstoffe, die in der Nähe sind, gesammelt. Dann machen wir das doch mal. So, dann können wir hier mal zugucken, wie ein bisschen Rohstoff eingesammelt wird. Rohstoff ist ja, soweit ich das jetzt hier gesehen habe, auch wirklich der einzige Faktor, der zählt derzeit fürs Bauen und Forschen dann auch. Also es gibt, glaube ich, auch wirklich nur einen Rohstoff wieder mal. Und der muss dann auch reichen. Ich mag diese Atmosphären-Shots, ne? Waiting on a soul from Higaran Command. Man sich ein bisschen Zeit lässt bei der ganzen Einleitung auch. Es kann später, kann das ja noch schön hektisch werden, kein Problem. Aber gerade so am Anfang ein bisschen das Ganze zelebrieren. Richtig, richtig toll. So, wir gucken jetzt mal, wo werden die Rohstoffe abgeliefert? Bei uns im Schiff? Hier vorne? Einmal andocken. Oh, auf den Kopf angedockt. Aha, aha. Und da kommen sie schon an. Die wunderbaren Rohstoffe. Nice work, engineering.
Igara Command, resourcing issues resolved. Permission to test combat systems. Oh, jetzt geht's an den Kampf. Drones will conduct simulated attack runs on the mothership. Set the mothership's stance to aggressive. This will activate the Kar-Kushan's defense turrets and begin the test. Okay, also wir können jetzt unsere Angriffshaltung hier umstellen von neutral auf aggressiv. Und dann wird hier mal ein bisschen getestet, ein bisschen Wumps getestet mit V20 Würfeln, wenn ich das richtig sehe. So, die werden jetzt abgeschossen. So, Feuer frei, sehr schön. Hull defense guns are active and engaging targets. Ah. Telemetry looks good, Intel. Da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber es soll ja auch ein bisschen rumpsen im Gebälk. Mothership hull turrets calibrated. Objective complete. Our use flowing to support fabricators. Strike craft production is optimal as it's gonna be until we get a full capacity production module. Bring our recon squadron to full strength. Prepare to engage target drones. Also das Ganze bis hierher habe ich jetzt gespielt, weiter nicht. Das Ganze sieht jetzt für mich ein bisschen so aus, als gäbe es ja auch nochmal so ein kleines Tutorial zumindest. Neben dem separaten Tutorial, das man auf einer anderen eigenen Karte auch spielt. So, wir können jetzt hier oben ein bisschen was mit den Ressourcen bauen. Wir sollen 5 Aufklärungsjäger bauen. Das können wir hier drüben machen. Ich glaube, es ging jetzt einzeln, aber man konnte auch mit Shift, wenn ich das richtig sehe. Wie war denn das? Mit Shift oder so? Konnte man hier auch mehr in Auftrag geben? Guck mal eben, oder mit Steuerung, ne? Starten. Was hat er geschimpft? Hat er mich jetzt geschimpft? Schimpft? Mich als Oberkommando? Ich hoffe mal nicht hier. Ging irgendwie, dass man hier quasi in Reihe schalten konnte, dass hier mehrere Aufklärer dann hintereinander gebaut werden. Ach so, Moment, die werden ja erst erforscht hier. Die werden ja gar nicht gebaut. Jetzt sehe ich es erst. Jetzt vielleicht. Jetzt können wir die bauen. Ah, jetzt kann man hier die 5 auf einmal bauen. Sehr gut. Also erst erforschen, dann bauen. Das ist wichtig. Und da kommt der erste Aufklärer. Auch so geil inszeniert. Also, ne? Wenn das jetzt so beibehalten wird, dann stimme ich den 40%, 41% Bewertungen nicht zu hier. Aber naja, vielleicht ist am Anfang jetzt hier alles schön gemacht und später erst stellt sich die Routine ein. Man weiß es noch nicht. Gucken uns das mal ein bisschen an, genauer an. Engage with the recon fighters. Let's do this by the books. Nothing fancy. Oh, nice. So, da sind sie, unsere 5. Und da vorne sind die Bösewichte. Wir können entweder direkt anklicken, wir können aber auch mit Steuerung ein entsprechendes Rechteck ziehen. Dann werden alle in diesem Rechteck angegriffen. So, man kann natürlich auch noch die Formation wechseln hier zum Beispiel. Und dann ziehen wir hier mal auf die Drohnen. Sie heißen ja auch Zieldrohnen, deswegen, ne? Die Aufklärer sind halt jetzt nicht so stark. Ich meine, ne? Gegen andere Schiffe würden die natürlich jetzt hier nicht so hier erfolgreich sein. Aber die Drohnen, die sind ja gleich kaputt. Sehr gut. Okay, let's see if we can bring our birds home. Dock strike craft. Also jetzt wieder zurückbringen. Andocken lassen, das geht hier unten mit dem Andocken-Befehl. Und dann werden die hier wieder nach Hause fliegen. Das war halt auch im ersten und im zweiten Teil war das schon so gigantisch gut gemacht. Die ganze Präsentation. Ich hoffe halt, dass die Kampagne vielleicht doch dann auch ein bisschen noch was davon abbekommen hat, auch wenn sie dann relativ kurz ist. So, wo fliegt ihr jetzt hin? Sollt ihr hier unten reinfliegen oder wo fliegt... Ah, die fliegen hier rüben. Rüben rein. Guckt ihr das? Oh, da ist... Der erste ist gleich hier oben angedotzt. Ich hab's gesehen.
Hangar teams report successful docking operations. Wir werden das mal hier einfach nur spielen. Wir haben das nicht gesehen, dass der hier die Seite gestreift hat. The mothership is continuing. Karkushan, this is Higara Command Actual. There is a situational. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Intelligence Officer Paktu. Sir? Consider this briefing to be under the Sunrise on Carrick protocols. There will be no more communication from Higara, and you are to remain calm silent until mission completion. Acknowledged. We are in the middle of an unfolding crisis. No matter what you may have heard, I assure you, it's worse. The following events occurred simultaneously across multiple major systems. Adjacent to the anomaly region. Sands and sinners. We don't really know what happened to Karen and her fleet. Just that they disappeared and the anomaly stopped spreading. Until now. We believe these events were deliberate attacks. And that they and the anomaly are linked. Hyperspace has been weaponized. Every simulation we've run results in the total collapse of galactic civilization. This must be stopped. First, we need you to access Facility 315, where a prototype production module and supplies are in storage. We have traced the gate power flow to the Noctua 27 system, which appears to be the focus of the anomaly. You will make best speed to the Noctua 27 system. Is that understood? Understood. Until the protocols are lifted, nowhere is safe. Are you certain? Admiral out. Sir. Confirmed, Higara. Sitchinsaw, are you sure this is the optimal path? This ship is not ready. I'm not prepared. Imogen, the galaxy is not the laboratory. Karen knew this, and it allowed her to succeed where other Sajets might have failed. I'm not Lady Karen. You must see in yourself what countless others do. My precious granddaughter. Can you get us there? Yes. Generating initial nav equations now. Hyperspace jump protocols initiated. Lowering damping fins. Funneling navigation construct to course. Course, spooling to speed. All hands, prepare for hyperspace jump. On my mark. 3, 2, 1. Mark. Where am I? Intel, this is Fleet Command. Please come in. Does anyone read me? Sands and sinners, how did I get here? Your vitals are spiking, Command. Are you still mission capable? The jump, it wasn't what I anticipated. But the equation balanced out. You have that right. It was by the numbers. Numbers never lie.
Hyperspace complete. Real space coordinates acquired. Okay, wir machen mal ganz kurz Pause hier, liebe Leute. Weil ich Mitteilungsbedürfnis habe. Und da könnt ihr jetzt völlig anderer Meinung sein. Das verstehe ich auch. Das wurde auch schon ein bisschen kritisiert in den Bewertungen auch. Dass die Zwischensequenzen viel zu lang und zu seltsam sind und so weiter und so fort. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, liebe ich es. Ich liebe diese Zwischensequenzen. Ich liebe die Atmosphäre, die bisher gezeigt wurde. Ob das so bleibt, sei mal dahingestellt. Aber bisher macht das einen so, so tollen Eindruck. Und es trifft genau meine Wellenlänge. Ich bin ja jemand, der mittlerweile nicht mehr so viele Zwischensequenzen zu Gesicht bekommt. Dadurch, dass wir mehr oder weniger öfter so Aufbauspiele spielen oder aber auch Paradox-Spiele spielen. Die sind jetzt nicht unbedingt mit so entsprechenden großartigen Inszenierungen gesegnet. Da tut es mal wieder richtig gut, so schöne Zwischensequenzen zu Gesicht zu bekommen. Und deswegen hat mich das Spiel jetzt schon ehrlicherweise ein bisschen gepackt. Mal gucken, wie jetzt die erste Mission sich jetzt so spielt. Aber bisher bin ich hier sehr, sehr begeistert von dem Ganzen. Und freue mich einfach, wie das alles inszeniert ist. Vor allem dann auch der Hypersprung. Ah, das hat schon auch wieder ein bisschen so Nostalgie natürlich hervorgebracht. Und vielleicht guckt man auch ein bisschen mit dieser Nostalgiebrille verklärt auf den dritten Teil jetzt. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist mir egal, ehrlicherweise. Das ist mir egal. Solange es mir Spaß macht, macht es vielleicht auch anderen Spaß. Und denjenigen, denen es keinen Spaß macht, das ist halt mal so, ne? Geschmäcker sind ja verschieden. So, jetzt können wir wieder auf Play gehen hier oben. Und können weitermachen. Wir sind gelandet im Sektor 315 oder wie es hier heißt, ne? Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier los ist. Das ist ja ganz seltsam. Alles explodiert. Eine Anomalie ist unterwegs. Where we will load our production module. Okay, Produktionsmodul an Bord nehmen, ne? We will be able to conduct unlimited combat operations. We need to recon and establish a secure area of operations. Construct probes and deploy them at these marked locations. Okay, kein Problem. Eine Neuheit in Homeworld 3 ist ja, dass es hier so große Objekte gibt im Weltraum. Also das ist ja jetzt noch relativ klein, aber wenn man sich mal so ein bisschen die Videos anguckt, gibt es dann so alte Wracks und so weiter. Das klappt nicht immer so ganz gut mit der Wegfindung, aber aussehen tut es richtig, richtig gut. Genauso jetzt das hier mit den Asteroiden hier, finde ich auch schon mal sehr, sehr stilvoll und schön gemacht. Aber ich verquatsche mich schon wieder. Also wir sollen jetzt eine Sonde bauen. Wir bauen mal drei Stück. Da wir drei Plätze sondieren sollen. Wir haben aktuell hier das Rohstoffleitschiff noch, 1 von 5 und Aufklärer 5 von 30, die wir hier haben. Können wir denn dem Rohstofftypen schon mal sagen, er soll schon mal irgendwie Rohstoffe sammeln vielleicht? Ja, bevor der einfach hier so herumsitzt, kann der doch hier schon mal der Arbeit nachgehen. So, sind die Sonden denn jetzt schon fertig? Da sind sie. Wir gucken uns mal die Sonden an. Wir wollen ja auch ein bisschen zelebrieren das Ganze. Sehen auch richtig cool aus. Ich will ja nicht so als Fanboy hier verschrien werden, ne? Definitiv nicht. Aber ich bin momentan ein bisschen verliebt jetzt hier in das Spiel. So, wir fliegen mal hier rüber mit einer Sonde. Und die andere Sonde fliegt hier rüber. Und die dritte Sonde fliegt hier vorne rüber. So. Und dann werden wir uns hier mal umschauen. Wechseln tut man hier übrigens mit der Leertaste, wie ihr hier gesehen habt, in den Sensormodus. Dadurch kann man ein bisschen mehr Übersicht bewahren. Okay, also den Perimeter mit Angriffsschiffen aufklären. Soll ich noch Aufklärer bauen jetzt oder? Eher nicht. Ich baue noch ein paar Aufklärer, Leute. Habe ich denn jetzt überhaupt Aufklärer? 6 von 30. Jetzt schwören können. Ich hatte hier irgendwo welche. Ah, hier vorne sind die. Hier vorne. Wir gehen mal hier in die Einheitenübersicht rein. 8 von 30. Na gut, dann werden wir hier mal aufklären. Die Frage ist...
Wir natürlich wieder gruppieren mit Steuerung 1. Destination confirmed. Group 1 reinforced. EOS speed stable. Ob wir alle drei gleichzeitig aufklären müssen oder ob wir das. Ja, wir können uns ja mal ein bisschen hier so verteilen. Und dann bauen wir noch ein paar Aufklärer. Deploy recon strike craft to each target area. First sector clear. Acknowledged. Okay. Continue your sweep. Man kann auch festlegen, wo die Einheiten dann quasi gesetzt werden, also wo sie auf weitere Befehle warten, wenn sie dann mal gebaut worden sind. So, und dann lassen wir die vier hier vorne. Recon production complete. Hier vorne noch ransetzen. Und dann passt das. Gut. Ach, da ist ja noch einer. Den bringen wir mal hier rein. Group 1 reinforced. Dann setzen wir uns hier mal einfach auf die Hülle und schauen mal, ob da irgendwelche bösen Buben jetzt schon in der ersten Mission kommen oder ob wir hier erstmal friedlich alles für uns einnehmen können. No movement detected in the AO. Move the mothership to the indicated coordinates and prepare to initiate loading procedures. So, zum Transferpunkt bewegen, kein Problem. Es gibt ja zwei Steuermöglichkeiten im Spiel, einmal klassisch und einmal moderne Steuerung. Da kann man sich dann entscheiden, wie sich die Kamera und die Bewegung verhalten soll. Das muss man dann halt selber ausprobieren, was einem dann letztendlich lieber ist. Aber trotzdem ist es immer noch ein bisschen ungewohnt, ehrlicherweise, gegenüber dem ersten und zweiten Homeworld-Teil. Transmitting activation codes now. The mothership's assets are in stable hibernation. Status, green. The station recognizes the Carcassonne. Initiating transfer. Oh, es öffnet sich. She's all yours, engineering. Sind hier keine Lebewesen auf der Station? Ist alles autonom? Transfer protocols going smoothly. Ach, diese Langsamigkeit, ich liebe es. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, was redet der Mann da? Was macht der denn da? Wieso sagt er so komische Sachen? Aber genau diese Langsamigkeit, das ist das, was mir so gefällt. Das wirkt so episch dadurch. So, wir gucken uns mal an, was ist hier los? Also jetzt kommt hier diese, keine Ahnung, was ist das denn hier? Eine Fläche. Okay, wird ja unten anscheinend angebaut jetzt. Oh, jetzt kommen bestimmt Bösewichte. Ach, guck an. Rote Farbe. Natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Guck dir das an. Die sehen schon ganz böse aus. Natürlich. Die fliegen auch viel zu schnell. Im Tempolimit-Bereich. Natürlich müssen wir uns um die kümmern. 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich das richtig sehe. Combat Alert. Unidentified units in the AO are unresponsive and have been flagged as hostile. So, gleich mal rüberfliegen. Weapons free. Wir machen mal hier die Steuerung, die Formation rein, aggressiv natürlich auch einstellen. Und die machen jetzt was? Greifen unsere Drohne an. Aha. Na gut, wir bauen noch ein paar Aufklärer. Wir können uns das leisten aktuell. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier eine Chance haben. Ja, ist ja kein Ding. Wir können uns das jetzt auch hier in der Übersicht anzeigen lassen. Ne, so als Orbit aus quasi, wenn er versteht, was ich meine. Wir sind ja im Weltraum. Ein bisschen abstrakt, aber dadurch auch ein bisschen besser lesbar, wie wenn du jetzt hier dann immer suchen musst, wo deine Einheiten sind. What? Also gut. Every ship lost. Their screams. Their prayers. Nein, die haben ja keine Schiffe verloren jetzt, oder?
All of it. Imogen, I... Sands and Sinners, you have to push through it. So, da oben sind noch welche. Aber unser Mutterschiff kann sich auch ganz gut selbst verteidigen, wie man hier sehen kann. Group 1 reinforced. Recon here. Channel open. More strike craft on approach. Stay alert. So, kein Problem. Recon production complete. Wir nehmen sie in die Zange. Das, das berühmte Zangenmodul hier. Guck dir das an. Na gut. Das ist halt erstes Level-Niveau, ne? Noch relativ entspannt jetzt das alles. Wir gehen mal zurück. Man kann auch natürlich hier, da wir im dreidimensionalen Raum sind, können wir natürlich auch nach oben fliegen. Oh, angedockt schon, sehr schön. Oh, da kommen ja nochmal welche. Build interceptors and take out the Kalan pursuit fighters. So, wir können die ersten Abfangjäger erforschen. Facility 315 has released resources during the transfer. Use resource controllers to collect. So. The mothership is taking damage. Ja, kein Problem. Alert. Another enemy wave is approaching. Kein Problem. Da unten sind noch Rohstoffe, wenn ich das richtig sehe. Hier sind auch Rohstoffe, aber momentan werden hier drüben Rohstoffe abgebaut. Von daher ist es ja eh kein Problem. So, wir bauen jetzt einfach mal, können wir auch 30 insgesamt bauen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir sind ja schon dabei. Aber wir haben schon ein bisschen Schaden genommen. Das ist so. Aber es sind ja auch nur Aufklärer. Es sind momentan ja auch nur Aufklärer, die wir hier haben. So. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier oben. Wer den Kanal länger verfolgt, weiß ja, ich bin echtzeitmäßig jetzt nicht so bewandert. Also gerade so Echtzeitstrategie und so weiter ist für mich nicht ganz so einfach. Ich hoffe mal, dass wir wenigstens jetzt hier ein bisschen noch zurechtkommen in den ersten Missionen. Aber momentan bauen wir so viele Truppen auf, dass das kein Problem ist. Wir sind übrigens jetzt bei den Aufklärern schon beim Maximum angekommen, 30 Einheiten. Und ja, Abfangjäger können wir ja genau das gleiche machen. Da kommen schon wieder die nächsten raus, guck dir das an. Aufklärer, Aufklärer, das sind lauter Aufklärer. Das sind auch lauter auf... Wo sind denn meine anderen Einheiten hier? Meine guten Einheiten, die sind hier oben. Natürlich, die müssen natürlich auch mitkämpfen, Mensch. Das ist... So. Mach immer alles in die Einsergruppe. Dann passt das schon. Okay, dann bringen wir euch mal zurück. Dann Formation einstellen, Haltung auf aggressiv. Oh, jetzt kommt noch mal was. Los, Kampfschiff. Spawnt direkt im Asteroiden. Ob das so gut ist? Das ist aber nice. Da wird der Asteroid geteilt. Guckt euch das an. Das, keine Ahnung, ob das jetzt Absicht war. Aber es ist eine Zwischensequenz. Ich würde mal sagen, ja. Ah, okay. Aha. Okay, das sieht schon ein bisschen schwieriger aus hier. Er hat den Asteroiden jetzt hier kurz mal geviertelt. Kalan Pirate Carrier in the AO. Defend the Mothership. Okay, wir verteidigen natürlich unser Schiff hier. Wir können theoretisch auch die Geschwindigkeit ein bisschen runterfahren. Sodass man quasi langsam hier immer noch Befehle geben kann. In Echtzeit. Das ist auch möglich. Was ist das hier vorne? Ach so, das ist Rohstoffschiff. Wir müssen mal gucken, dass ich nicht das Rohstoffschiff hier mit reinbringe. In die Gruppe. So, also dann werden wir euch mal angreifen hier. Wir haben ja doch ganz gut hier die
entsprechenden Ressourcen. Group 1 reinforced. So. A large wave of enemy forces are inbound. Fangjäger ganz vorne, sehr schön. Interceptor construction successful. Objective complete. Muss ich denn das Trägerschiff auch angreifen? Ja. Ja, ich glaube, wir kümmern uns erstmal hier um die Einheiten hier unten, damit die gleich mal weg sind. Sehr gut. The mothership has the upper hand. Vector interceptors onto the Raider carrier. Oh, jetzt kommen hier nochmal welche raus. Wir werden mal ein paar hier lassen und die anderen Einheiten hier zurückbringen. So, wir gucken mal, wie hier der Schaden aussieht. Oh, das sieht gar nicht so gut aus. Group 1 is in trouble. Der eigentlich noch produziert jetzt hier aktuell. Uiuiui, Kamera. Okay, wir ziehen uns mal ganz kurz zurück hier von unserem Trägerschiff, von dem feindlichen Trägerschiff hier. Hä, jetzt habe ich im Moment mal, bleib mal du stehen hier. Stopp! Du kannst ja hier erstmal stehen bleiben, mein Guter. Group 1 reinforced. Recon production complete. So. Vielleicht kann das Trägerschiff selbst gar nicht so stark angreifen, ne? Das kann ja auch sein. So. Ich habe das Mutterschiff hier habe ich in meiner Einsergruppe mit dabei. Das ist natürlich blöd. Group 1 reinforced. Aber ihr seht schon, ich bin Echtzeit-Koordinationsprofi. So, du gehst mal zurück jetzt hier. Gucken uns mal ein bisschen um, wie es hier aussieht. So, wird hier eigentlich noch gebaut oder ist hier schon Schicht im Schacht? Oder was ist hier los, Leute? Ich habe ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, was mit dem Schiff hier ist, wieso das so rumhängt. Komisch. Na gut, also eine neue Wave. Hier unten. Sensor Alert. Enemy Carrier. Da sind sie. Wir kümmern uns erstmal um die. Enemy Carrier in proximity. Um die anderen. Nicht um das Trägerschiff. Sondern erstmal um die kleinen Einheiten. Watch Group 2, they're taking losses. So, ah, jetzt sehe ich ja, wir haben hier 20, wir haben hier insgesamt Angriffsschiff 50. Das heißt, ich kann insgesamt sowieso nur 50 Schiffe halten. Ja gut, deswegen wird ja auch nichts mehr beim Abfangjäger produziert. Da vorne ist noch einer. Group 2 reinforced. So, sieht ja ganz gut aus jetzt. So, jetzt können wir uns nämlich wieder schön auf das Trägerschiff konzentrieren hier vorne. Alle Mann aufs Trägerschiff. Es brennt auch schon schön, sehr gut. Das heißt, wir müssten eigentlich erst zur Aufklärer wieder verlieren, damit wir noch weitere Abfangjäger quasi produzieren können. Ah, jetzt verzieht er sich, oder? Jetzt flieht er. Der Feigling. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet von diesem Lumpen. The Raider Carrier is withdrawing. Typical. They're fleeing to lick their wounds. Like always. We're on it. All hostiles in this sector have been eliminated. Mission objectives complete. So, ein bisschen hektisch geworden, als hier quasi beim Mutterschiff plötzlich noch Feinde rauskamen. Und wir hätten nicht am Anfang gleich so viel Aufklärer machen sollen, sondern eher die Angriffsjäger bauen sollen. Was ist jetzt los? Wieso ist jetzt hier Pause? Oh Gott, habe ich den ersten Bug entdeckt jetzt hier? Oh, ich habe ja nicht gespeichert, ne?
Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade... Oh, es bewegt sich noch. Ah, kann man hier... Kann auch nicht mehr ins Menü. Nun, das sieht nach einem ersten Bug aus. Das trübt schon mal die erste Phase, möchte ich mal anmerken. Fühlt sich auf alle Fälle nicht richtig an. Keine Ahnung, was die Schiffe jetzt hier machen. Die fliegen hier zurück. Wir warten noch ganz kurz, bis die Schiffe hier angedockt sind. Ist halt komisch, weil die Schiffe hier so fliegen, aber die anderen Schiffe, die den Schweif hinten dran haben, die stehen quasi in der Luft. Versteht ihr das? In der Luft. Oh, jetzt bewegen sie sich. Ha? Ich habe keine Ahnung. Also normalerweise ist es ja so, dass du dann weiterziehst nach der Mission und deine Schiffe müssen natürlich schon wieder zurück. Allerdings konnte man das auch überspringen. Und jetzt ist das die Frage, ob wir jetzt einfach nur abwarten müssen, bis quasi die Schiffe jetzt sich andocken. Oder wie da jetzt das Vorgehen ist. Wir warten mal ab, bis die Schiffe da sind, auch wenn ihre Lichtstreifen noch hier am Galaxiehimmel hängen. Sehr, sehr seltsam. Also für mich sieht das nach Bug aus. Aber vielleicht triggert dann das Ende der Mission, wenn alle Schiffe zu Hause sind. Wir warten mal ein bisschen ab und schauen mal, ob was passiert. Ansonsten müsste ich hier mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Weil die zweite Mission würde ich mir schon noch ganz gern anschauen mit euch. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass ich die Geschwindigkeit runtergesetzt habe für den letzten Kampf jetzt hier. Ist eigentlich egal. Das Komische ist halt, dass ich kann ja nicht mal Escape drücken oder sowas, ne? Kann gar nichts machen. Aktuell, drück doch. Else, ich drück doch, Mensch. Na gut. Dann würde ich sagen, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Und ich gehe mal kurz aufs Klo und schau mal, ob es dann wieder weiterläuft. Oder ob ich hier gewaltsam aus dem Spiel aussteigen muss. Oh Gott, hoffentlich gibt es ja Autosave. Na gut, wie dem auch sei, wir sehen uns gleich wieder. Wir wollen uns ja noch die zweite Mission anschauen. So, da bin ich wieder. Also, jetzt gucken wir mal, ob das hier jetzt weitergeht. Ich habe vorher jetzt mal gespeichert. Piratenträgerschiff besiegt. Na gut, er ist halt verschwunden. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ach guck, so sollte es eigentlich sein. Ein bisschen schneller die Schiffe einsammeln. The Mothership's production assets have been installed and are now operational. Engineering is working hard to integrate new production modules, but for now, current shipbuilding options remain limited. The Kalan Raiders we encountered are the last remnants of a Tidani vassal state. So it's no surprise that they still hate us, that their carrier was an older, obsolete design. Obsolete or not? Hyperspacing through a solid object. That shouldn't be possible. How did they learn to do that? We have to assume the worst. That whoever is orchestrating the hyperspace attacks and the anomaly are outfitting and enhancing these raiders to stop us. We need to get to the Noctua 27 system as fast as possible. If we can access the Kessera Gate, I should be able to get us to our destination undetected. Optimal strategy, Command. Well done. And I was impressed to see you getting a handle on combat. You had me worried after that first encounter. I'm still struggling with it all. The losses. But I don't want to forget them. May the burden remain. Sorry? It's an old Pactu saying. Even in victory, there is loss. Forget that is to forget them. May the burden remain. May it remain. I'm plotting a course to cross the Great Boreal Sea in a single jump. Setting quantum waveform damping fins to maximum. Stand by. Quantendauerwelle hier auf Kurs setzen. Sehr schön. Das Haar sitzt. Und wir sind schon wieder auf einer Insel. Was ist hier los? Again? Focus, child.
Bend hyperspace to your desires. This must be neural failure. Multi-reality personality reintegration. Impose your will. Open the door. Open the door. Open the door! Focus, Imogen. Kizura Oase. Your vitals are spiking again, Command. Are you okay? Das sieht schon mal gut aus. Yes, having a minor glitch in the navigation system, Intel. It keeps taking me by surprise, but I should be able to iron it out with the next jump. Okay. Guckt euch mal hier die restlichen Überbleibsel eines riesigen Raumschiffs an. The gate is offline. Initiating diagnostic scans. This gate wasn't shut down by the anomaly or random damage. It's been deliberately sabotaged. Ressourcen, Datenturm gibt's hier. Three gate control modules, or GCMs, have been disconnected. All three must be reconnected to charge the primer and ignite the gate. The first GCM is located here. Use resource controllers to connect this gate control module. This is a very large AO. Recommend putting our strike craft into groups to improve command and control. So, wir haben aktuell jetzt wieder 50 Angriffsschiffe. Every progenitor gate has data spires. With a bit of reprogramming, we can use them as large sensor receivers. Good idea. Adding marker now. Recommend deploying strike craft to interface with the data spire immediately. Angriffsschiff aussenden. Kann ich denn das hier mit einem einzelnen Schiff machen? Wir gucken mal. Wir schicken mal ein Schiff rüber. Und die anderen werden wieder gruppiert. Group 1 reinforced. Dann hier vor. Wir werden euch mal wieder Informationen bringen. Ops, did you track that hostile signal? Was there for a moment, then nothing. Raven flight. Signal is consistent with ships flying in close proximity to terrain structures. Stay on alert. Rohstoffschiff schicken wir auch rüber. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was hier drüben ist. Ob man hier... Ah, hier vorne wäre auch gleich noch einer, Mensch. Da ist ja auch ein Datenturm. Dann schicke ich dich erstmal hier ran. Ah, guck mal hier, schöne Information. X-Men-Formation einnehmen. Oh, bitte nicht andotzen. Aufpassen, Mensch, wenn er hier ranfliegt. We must capture the GCMs in order to activate the gate. Without it, there's no way for us to get to Noctua 27. Kann ich denn eigentlich nochmal ein Rohstoffschiff bauen? Any ship can interface with data spires. Eins von fünf. Move a unit into close proximity to enable capture. So, das hier vorne wurde anscheinend eingenommen und fährt sich auch schon aus, jawohl. Data spire captured. Stand by for sensor integration. And ah, okay. Data spire online. Alter, der hat eine Reichweite hier, der Sensor. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können unser Schiff hier gleich mal hier hochbringen. Mal gucken, ob hier oben jemand sitzt. Okay. Rohstoff. Oh, so schön wieder inszeniert, Mensch. Ja, der erste, der geht in noch so, ne? Da sind noch keine Piraten da. Der erste, der geht noch so. Control module online. Primer sequence start. 7% in holding. So. Dann fliegst du mal hier rüber. Show a viable module location ahead. Alter, da kommen aber viele Zwischensequenzen. Scout the location and establish a safe area of operations. Mothership ready for speed increase upgrade. Just let us know when you want to initiate fleet command. Geschwindigkeitserhöhung können wir machen. Ist das ein Forschungssystem oder Aufrüstung?
Forschung, Mutterschiff, Schubüberladung gibt es hier. Wir haben hier die Überladung für Abfangjäger. Alter, jetzt lass mich doch mal was machen. Jetzt kommt hier schon wieder. Natürlich kommen hier die Bösewichte. Wahrscheinlich getriggert durch meine kleine Flotte hier, die ich hier irgendwo rübergeschickt habe. Nee, die kommt von der anderen Seite. Wir müssen unsere Assets schützen. Be advised, proximity to or within the gate structure will prohibit sensor visibility. So, jetzt gucken wir mal. Du bist auf dem Weg noch. Wir kümmern uns mal um die Bösewichte. Wir machen mal hier die Abfangjägerüberladung. Erforschen wir für 500 Credits. So. Was macht der denn hier? Der lockt uns doch in eine Falle. Seht ihr das? Natürlich hat er uns. Aber wir sind bestens gerüstet dafür. So, du kümmerst dich um den Sensor hier. Dann habe ich schon ein zweites Rushoff-Schiff. Jawohl, dann schicke ich nämlich dich mal kurz zum Sammeln. Oh, da kommen nochmal welche. Ambush hier unten. Rohstoffschiff gleich mal in Sicherheit bringen hier. Eieiei, der wird es nicht überleben. Sehr gemein. Na doch, der hat eine ganz gute Panzerung hier. Upgrade complete. So, wir kümmern uns mal um dich. Und um dich. Und der Kollege hier. Das passt. So, und dann bringen wir dich noch. Wo ist der nächste Knoten? Hier oben. Damit wir hier alle Sensoren erstmal aktivieren können. So, du gehst hier vor. Dann bringen wir dich hier ran. Die Schiffe nach vorne bringen. Ah, das sieht so gut aus. Ei, grafisch macht das schon was her. Oh, oh. Kommando zurück, Rückwärtsgang einlegen. Da kommt, das ist ein Bomber. Sieht zumindest danach aus hier. Tombala Bomba. Oh, oh, und ich habe mein Schiff hier hochgeschickt, Mensch. So, lass mich mal ganz kurz hier die Kontrolle übernehmen. So, du gehst mal ein bisschen zurück hier. Dann Abfangjäger. Aufklärungsjäger, Schubüberlagerung, jawohl. So, oh, da sind ja auch nochmal welche. Jetzt hieß es erst, ah, jetzt kommen hier die ganzen. Kommen denn die alle her? Raketenfregatte. And that leaves them weaker on their rear flanks. So, der andere sammelt noch die Ressourcen, das ist schon mal sehr gut. Okay, jetzt vielleicht solltet ihr euch mal auf die Truppen hier vorne konzentrieren und nicht hier vorne beim Raketenwerfer bleiben. Dann, hier oben sind wir schon durch. Wir greifen mal mit der einen Fregatte jetzt hier den Raketenmann an. In den Allerwertesten schießen. Upgrade complete. Während wir hier uns um die kleinen Einheiten kümmern. Upgrade ist durch, dann nochmal die Schubüberladung für das Mutterschiff erforschen. Wir haben ja ganz gut Ressourcen aktuell. So, und die Ressourcenfregatte hier, die kann auch sehr viel vertragen, wie man hier sehen kann. Wir gehen mal hier rüber. Upgrade complete. Wir kümmern uns noch ganz kurz um die zwei Einheiten hier unten. Ah, guck, vielleicht dreht er sich jetzt hier um. Oh, da ist er schon tot. Das ging schnell. Na gut, dann stürzt euch mal hier rauf. Jetzt guckt er nämlich in die falsche Richtung. Seht ihr das? Jetzt guckt er nämlich in die falsche Richtung. Dann bringen wir dich noch hier dazu. Einmal bitte angreifen. So, und dann ist der wahrscheinlich gleich mal hier Geschichte, Leute. Guck, der weiß ja gar nicht, wo er zuerst, das ist wie bei einem Mückenschwarm. Er weiß gar nicht, wo er zuerst hingucken soll mit seinen Raketen. Und währenddessen bringen wir dich mal nach vorne. Group One is in trouble. Nein, Group One hat jetzt gleich hier die Fregatte besiegt. Hier, guck dir das an, die hat nichts mehr. Er hat noch ein, zwei Raketen, da fliegt noch eine. Und das war's.
Der Sieg ist unser. Mit einem mächtigen Bägen. Objective complete. Move a resource controller to the location indicated and reconnect the second gate. Wunderbar. Dann werden wir mal ganz kurz gucken. Dass wir dich hier ranbringen. Da kommt noch Nachschub. Dann hier vorne wird immer noch eingesammelt. Das passt auch. Wir haben sämtliche Upgrades. Wir sind auch wieder vollzählig. Sehe ich das richtig? Ja, wir haben ein bisschen mehr Abfangjäger wie bei den Aufklärern. Ne? Da haben wir nur noch 28. Und dafür aber dann wieder Abfangjäger noch gebaut. Das passt. Und wenn wir mal hier raus zoomen auf die Sensoreinheit, dann sehen wir auch, dass wir hier die volle Kontrolle haben über Kesura Gate. Guck dir das an, das sieht schon echt geil aus. Das ist schon echt toll. Okay, also er ist durch. Und jetzt brauchen wir noch den dritten Punkt, oder? Schon fertig? Ah, das wird jetzt eingefügt. Jawohl, sehr schön. Second GCM placed. Nice work. Wir müssen einfach nur den Stecker einstecken quasi. Ich mache mal kurz eine Zwischenspeicherung. Nur zur Sicherheit, damit nicht wieder alles irgendwie kaputt geht. So. Und da kommt auch schon hier die nächste Gruppe. Wir gucken mal kurz. Schlecht wäre, wenn hier vorne noch Truppen kommen sollten. Aber wenn die hier vorne kommen, dann ist alles in Ordnung. Vorne ist noch ein Abfangjäger, der wird noch hinzugefügt. So. Bring die mal ein bisschen zurück, den Ressourcenträger hier. Auf engstem Raum wird hier gekämpft. Ich hatte im Tutorial ein bisschen Schwierigkeiten mit der Wegfindung. I'm starting to have serious concerns about what's been done to these gate control modules. What do you mean? I've spent half my life studying everything Karen Sajet learned about the gate network, and this level of sabotage would take me weeks to work out. Are these raiders known for their tech knowledge? Not really. It's been my experience that Kalen Raider's science policy is to hit a new piece of technology till it does what they want. Or it breaks. Ha, jetzt kommen hier vorne schon wieder welche, Mensch. Die greifen immer dort an, wo der Resource Controller ist hier. Die Lumpen. Was ich sagen wollte, ich hatte im Tutorial ein bisschen Schwierigkeiten mit der Wegfindung. Gerade bei so großen Objekten. Jetzt bisher sieht es noch ganz in Ordnung aus eigentlich. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn ich eine neue Einheit einer Gruppe, einer bestehenden hier unten hinzufüge, dann ändert sich hier wieder die Haltung und die Formation, was ein bisschen schade ist. This is the final active control module. Secure the area and dock the GCM. The mothership must be relocated to this position for gate entry. Alter, wie soll denn das Schiff da durchpassen hier, Mensch? Das weiß niemand. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was ist hier vorne? Salvenfregatte, Salvenfregatte. Okay, wir gehen mal hier außen rum. This strike craft class unit is less maneuverable, but more effective against capital ships. They'll give the missile frigates a hard time. So. Haben wir vorne noch ein Schiff? Group 1 reinforced. Mal, ob ihr hier hoch findet. Die jetzt von innen hoch. Die teilen sich schon mal auf. Ah, sind schon ganz schön angeschlagen hier. Man könnte die Einheiten auch wieder zurückbringen. Dann werden sie wieder repariert. Aber wir bauen die einfach neu. So, da dreht er schon ein. Jetzt gucken wir mal gut, kurz, wie stark der Missile Frigates on Sensors. Recommend High-Speed Strike Craft Flybys, followed by Rear and Flank Attacks. Aber der kann sich ja nicht so gut werden jetzt hier. Das ist schon mal ganz ordentlich. Ja, der ist gleich weg.
Der wäre ganz gut gegen die... gegen das Mutterschiff wahrscheinlich. Aber unseren Einheiten hat er ja gar nichts entgegenzusetzen hier. So, da kommen auch noch ein paar kleine Einheiten. Wir kümmern uns erstmal um die große. Da kommen auch nochmal welche. So, der eine ist jetzt weg. Das heißt, wir kümmern uns um die kleinen. Mal kurz hier rein. Wird auch schon gebaut. Sehr gut. Das heißt, wir müssen mal kurz für Nachschub sorgen. Recommend we research a hull integrity upgrade and give our pilots more time in battle. Hull Integrity Upgrade mache ich natürlich sehr gern. Geht leider nicht, weil Flottenbomber wird nicht gesendet. Produktions- oder Forschungsbefehl nicht gesendet. Keine Ahnung wieso. Wieso das so ist. So, na gut. Wo ist denn jetzt hier der... Wir fliegen mal hier rüber. Wir hätten eigentlich genügend Ressourcen. Aber... Oh, bei mir geht gerade die Welt unter. Ich dachte, was ist denn das für ein komisches Geräusch hier? Draußen. Bei mir geht gerade die Welt unter, aber na gut. Solange wir hier im sicheren Safe Space sind, ist alles in Ordnung. Gucken wir nochmal rein, ob wir jetzt aufrüsten können. Nee, wir können immer noch nicht aufrüsten. Forschung Flottenbomber. Wir bräuchten... Ach so, wir müssen erst den Flottenbomber erforschen, deswegen. Aha. Na dann her damit. Priority Alert. Strike craft suffering heavy losses. So, wir machen ein bisschen Verlust, aber eine Einheit ist jetzt gleich weg. Und dann konzentrieren wir uns auf die restliche Einheit. So, jetzt noch hier auf den konzentrieren. Research complete. Group 1 reinforced. Dann einmal bitte aufrüsten. Flottenbomber-Tarnung. Da hätte man auch vielleicht zuerst das hier machen sollen, Mensch. Oh, wir können beide gleichzeitig machen. Wir können beide gleichzeitig erforschen, seht ihr das? Aber wir haben schon ganz schön Verluste jetzt hinnehmen müssen. Ganz so wehrlos ist dieser Bomber hier nicht, wie man hier sehen kann. Group 1, reinforced. Na gut. Group 1 is in trouble. Na, dann werde ich mal ein paar Bomber bauen. Soweit wir hier Bomber haben können. Und dann bekommen wir noch ein bisschen Bonus durch die Hüllenintegrität. Und der Bomber wird bestimmt auch noch ein bisschen Schaden machen können. Der kommt jetzt ein bisschen zu spät zur Party, aber so ist es halt mal. So, wir bringen mal ganz kurz unser Ressourcenschiff hier hoch. Hostiles cleared. Move a resource controller to the marked gate control module. So, ach, der muss hier rein. Upgrade complete. Hier muss er ran. So, und jetzt bringen wir euch mal. Group 1 reinforced. Group 1 reinforced. Bringen wir euch mal hier rein. Wart mal ab. So, und wir bringen mal unser Mutterschiff. Bringen wir auch gleich mal hier in Position. So, hier vorne ran. 20 Bomber bauen. Ah ja, okay. Group 1, reinforced. Uns mal die Bomber an hier. Placing the last GCM will put the gate back in operation and we can use it to jump directly to Noctua 27. Können wir mal ganz kurz Pause machen? Also das hier sind die Abfangjäger und das sind die Bomber hier vorne. Bisschen dicker. Sehr schön.
Receiving. Group 1, reinforced. So, das heißt, wir lassen mal euch raus. Wir haben aktuell Maximum von wie viel? 75 jetzt. Okay. Das heißt, wir werden erstmal optional diese Bomber noch bauen. So, fliegen jetzt meine Eier, die Einser-Einheiten fliegen jetzt hier zurück. Die lassen hier vorne das Ressourcenschiff alleine. Final GCM locked in. Mission completed. Command, activate gate when ready. Okay, können wir denn noch vielleicht ein bisschen Ressourcen sammeln, die wir dann mitnehmen? Hätte ich jetzt gerne mitgenommen, ehrlicherweise. Preparing transit protocols. Oh, da passiert doch jetzt was, oder? Explodiert was. Wait. Short jump hyperspace signature detected. I felt this waveform before. It's another radar carrier. Natürlich. Natürlich. Ich hab nichts anderes erwartet. Der Rudelführer. Who? You. One who fights for your quantum witch. Enough riddles. If you want to negotiate, stand down. No negotiations. Only truth. Rudelführer Baldro. Okay, wo sind meine Einheiten? Der wartet jetzt hier vorne quasi. You will leave here, giant. Okay. Leave the God's gate shut. Also, dann greifen wir dich mal an. Life or death mission to get life. Da vorne wird zurückerobert, das ist aber okay. Wir können zurückerobern. So, da sind noch ein paar Bomber, ja. Neutralize the enemy radar carrier to ensure safe gate transit. Ich würde mal die Bomber. Bomber schicke ich mal auf den Kommandoträger hier. So, und dann hoffe ich mal, dass wir hier. Dass wir hier dann entsprechend noch genügend Einheiten haben. Bombers have been constructed. Objective complete. Ich habe das Gefühl, die Bomber machen nicht das, was ich sage. Es ist sehr viel durcheinander. Ich sehe gar nicht, was hier los ist. Oh, da kommt noch mal eine Fregatte. Das Gute ist, dass das Mutterschiff jetzt auch mitkämpft. Group 1, you will not win a fight with the Hegaran fleet. No winning for us. No winning for you. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, dass wir hier. No one is. Wir müssen halt wahrscheinlich das Feuer auch ein bisschen konzentrieren. Group 1 reinforced. Es wäre so gut, wenn die Einheiten, die neu gebaut werden, automatisch meiner aktuellen Gruppe dann hinzugefügt werden. Oh, der ist gleich weg hier. Das geht jetzt richtig schnell. Alert, Strikecraft locked. Universe destroyed between wheels. Hier was? Oh, guck mal hier. Da ist er weg. Die Bomber haben es geregelt. Sovengarde, sag ich da nur. Okay. Eine etwas ungewöhnliche Explosion, aber naja. Ich speichere nochmal ab zur Sicherheit. Moment. Bevor jetzt wieder alles kaputt geht. So. Merkt euch meine Worte. Lieber einmal zu viel, einmal zu wenig speichern. So, Freibeuter besiegen heißt es jetzt hier. Group 1 reinforced. So, es sind immer noch ein paar so kleine Einheiten, die uns hier das Leben schwer machen. Interceptor production complete. So, wir bauen noch mal ein paar Einheiten. Wir haben noch ganz gute Ressourcen auch. Kann man dich eigentlich noch irgendwie jetzt zum Ressourcensammeln schicken, mein Lieber? Watch Group 2, they're taking losses. Group 1, reinforced. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier vorne. Oh, der greift unsere Abfangjäger hier vorne an.
Das heißt, wir greifen dich mal an hier. Ah, schön mit den. Oh, das ist gut. Okay, also wenn man das mal vergleicht. Ohne Bomber vorhin diese Fregatten anzugreifen. Hat schon ganz schön lange gedauert, ja, aber jetzt hier. Geht das sehr, sehr zügig. So, wir bringen euch mal zurück. Und damit müsste es das gewesen sein mit der Mission. Sehr schön. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. Schauen wir uns noch kurz an. Just received a mission briefing. Contained within are the most up-to-date details about this morning's hyperspace attacks. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen's jet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Many of you are feeling overwhelmed, doubting yourselves. But ask yourselves this, Fleet. How does doubt stack up to Higaran training? Where does doubt hide in the most advanced mothership ever created by Higaran hands? And who would follow a course laid by doubt when we already have the finest navigator of our generation? I have no doubt. We will succeed. Intel out. Do you truly believe that, Isaac? Believe what? What you just told the fleet. Out there, in battle, doubt can kill you just as fast as hard vacuum. They need you to bury yours, so they can overcome theirs. So, we lie to them? Whatever it takes to complete the mission. We have orders. Ach, schön. The quantum tunnel is stable. Stand by for gate commitment on my mark. Damping fins to gate transit configuration. Here we go. 3, 2, 1. Mark. Collision warning. Full reverse. Thrusters at 10%. Engineering, where's the weakest point of a heavy freighter? Right behind the nose section. It's all conduits and baffles. Collision imminent. Imogen. She'll hold. Brace for impact. Oh, sieht so gut aus. Ja, schön. Ah, nur ein Kratzer. Command, are you okay? The mothership has sustained heavy damage. Contingencies enabled. Ah, einmal kurz drüber bügeln, das passt schon. Alles gut. Fehlt da oben was? An der Seite hier? So, ich mach mal ganz kurz Pause, liebe Leute. System offline steht hier. So weit sind wir noch nicht. Wir sind immer noch online, aber schwer ramponiert, wie man hier sieht. Und wir kommen mal zum Ende dieses Angespielt-Videos und zu einem klitzekleinen Fazit. Jedenfalls so ein kleines Fazit, wie man es halt nach, ich sag mal, einer Stunde Spielzeit jetzt auch sagen kann. Ihr habt ja schon mitbekommen, ich bin großer Fan der Zwischensequenzen, großer Fan der Grafik. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Läuft auch bei mir butterweich. Also ich habe jetzt keine Ruckler. Ich hoffe, das kommt auch im Video dann so rüber.
und lässt sich wunderbar anschauen. Ich bin begeistert, wie es inszeniert ist. Ich habe nichts Schlechteres erwartet und bin nicht enttäuscht worden, bisher zumindest. Wo ich immer noch ein bisschen Probleme habe, ist die Steuerung. Die geht leider nicht so sehr gut und angenehm von der Hand, wie ich das aus dem ersten und zweiten Teil gewohnt war. Was ein bisschen schade ist, gerade jetzt, wo man dann natürlich auch so große Objekte im Level hat, durch das man dann durchnavigieren muss. Man muss die Kamera drehen, damit man auch wieder was sehen kann und so weiter und so fort. Also gerade hier wäre es eigentlich sehr wichtig, dass die Steuerung dann auch wunderbar funktioniert. Vielleicht probiere ich dann einfach mal die andere Art der Steuerung auch aus. Eventuell sagt mir die dann besser zu. Mal gucken, wie das dann so ist. Ich meine, es geht schon, aber es wäre bestimmt auch noch besser gegangen. Dann hatten wir noch einen kleinen Bug, den ich ja jetzt hier mit einem Cut übersprungen habe. Ich hoffe mal, das war jetzt wirklich so eine Ausnahme, dass das jetzt nicht in jeder Mission so ist. Ich werde auf alle Fälle viel speichern, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und damit hört er auch schon ein bisschen raus. Ich werde auf alle Fälle weiterspielen. Ich verstehe von der Story ehrlicherweise sehr wenig. Es ist wieder alles sehr verwirrend. Es wird viel mit Namen herumgeworfen. Vielleicht gehört das aber auch einfach zum System und vielleicht klärt sich das dann auch noch auf. Ich freue mich auf alle Fälle schon jetzt auf weitere, ich sag mal so 6-7 Stunden der Kampagne. Schön inszeniert hoffentlich mit vielleicht der einen oder anderen überraschenden Wendung. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen was zeigen vom Spiel. Ich weiß, es war jetzt nicht so viel, aber so einen Ersteindruck konntet ihr euch jetzt schon mal machen. Und ja, vielleicht interessiert euch das Spiel ja auch und ihr holt euch das Spiel. Oder wenn er sagt, nee, das ist mir zu wenig, das ist mir zu kleinteilig, dann müsst ihr halt auf andere Spiele ausweichen. In jedem Fall freue ich mich jetzt natürlich über einen Daumen nach oben für das Video, über Kommentare unter dem Video. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Angespielt-Videos wieder. In diesem Sinne macht's gut und bis dahin.